Hallo ihr Lieben, können wir Menschen Erfahrungen miteinander teilen? Dazu scheint es geteilte Meinungen zu geben und vielleicht hängt es auch nur einfach ein bisschen davon ab, was wir darunter verstehen, eine Erfahrung zu teilen oder überhaupt Erfahrungen zu teilen. Erfahrungen sind ja doch sehr komplexe Geschehnisse, sie machen was mit uns, sonst sind es in der Regel keine Erfahrungen, es sind also auch sehr physische Prozesse. Und in dem Sinne, dass man also zu 100% wüsste, was es heißt, das und das durchlebt zu haben, wenn man es selber nicht in genau der gleichen Form, im genau gleichen Zustand, vielleicht auch zum genau gleichen Zeitpunkt durchlaufen hat. In dem Sinne können wir Erfahrungen wahrscheinlich nicht teilen, auch mit allem, aller Zeit nicht oder aller Sprachgeschick oder aller Empathie nicht. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. In dem Sinne aber, dass wir sozusagen einem anderen Menschen nachvollziehbar machen können, was es für uns bedeutet oder wie es sich für uns anfühlt. In dem Sinne ist es wahrscheinlich durchaus möglich. Also ich stehe auf dem ideologischen Standpunkt, dass Verstehen zwischen Menschen möglich ist, dass wir sogar dazu gemacht sind, einander zu verstehen, dass wir dafür sehr gut ausgerüstet sind. Es gibt bei diesen Erfahrungen miteinander teilen nur zwei Probleme heutzutage. A, leben wir halt in einer zutiefst differenzierten Gesellschaft, was schlicht und einfach die Folge hat, dass wir alle sehr unterschiedliche Erfahrungen machen können. Das ist auch eine Errungenschaft, deswegen das Können. Also es ist eine Leistung, dass wir eine Gesellschaft haben, in der man so, so unterschiedliche Erfahrungen machen kann als Mensch. Hat aber die Folge, dass das natürlich sehr voraussetzungsreich ist für uns und dass wir dann also von dieser natürlichen Fähigkeit einander zu verstehen, uns einander verständlich zu machen und eben Erfahrungen zu teilen, auch sehr intensiven Gebrauch machen müssten. Und dann kommt leider eben noch die zweite Schwierigkeit ins Spiel. Die zweite Schwierigkeit ist, die Bedingungen dafür, dass wir Erfahrungen miteinander teilen können, sind in der heutigen Zeit sehr selten gegeben. Es sind eben sehr spezifische Bedingungen. Man braucht eine gewisse Ruhe, man braucht ein gewisses Zeitfenster, also im Sinne von, man hat einfach Zeit, möglicherweise auch unbegrenzte Zeit, dass nicht schon der nächste Termin vor der Tür steht. Auch das blockiert Verstehen und Erfahrungen teilen durchaus. Wir haben sehr viele Bedingungen, die nicht sehr förderlich sind, Erfahrungen miteinander zu teilen. Und das hat halt die Folge, dass uns sehr viele Informationen fehlen in der Gesellschaft. Also man kann natürlich sehr viel davon profitieren, und zwar beide Seiten, sowohl der, der gerade eine wichtige Erfahrung teilt, und sei es auch nur eine für ihn selber wichtige Erfahrung, für den ist das natürlich toll, weil er mit dem Erfahrung teilen und mit dem Gefühl verstanden zu werden eine unmittelbare Erleichterung einhergeht. Auch das halte ich für ein grundbiologisches Feature bei Menschen, also dass wir also so gemeint und so gedacht sind, dass wir das also ständig miteinander tun, dass wir uns einander diese Erleichterung durch Verstehen verschaffen. Das fängt sehr viel auf, also es lindert den Schmerz, den es auch oft gibt, auch das Ohnmachtserleben. Man hat das Gefühl, nicht allein zu sein, und Menschen sind in der Lage, wenn sie das haben, sehr viel Schmerzen auch zu ertragen oder sehr viel Unbill, sehr viel Trauer, sehr viel Verzweiflung, solange da 1, 2, 3, 4, 5 oder mehr Menschen sind, von denen man das Gefühl hat, verstanden zu werden. Also es ist mit unmittelbarer und ich glaube auch selbst messbarer Erleichterung verbunden, also auch wieder mit einem sehr körperlichen Vorgang, wenn man verstanden fühlt. In dem Moment, wo wir uns verstanden fühlen, passiert etwas mit uns, und es ist nicht nur rein kognitiv, es ist sehr viel mehr. Das ist so die eine Seite, und die andere Seite ist natürlich Information. Also für den, der versteht, ist es durchaus so, dass er sich auch verschiedene eigene Erfahrungen ersparen kann, dadurch, dass er die Erfahrungen anderer mitbekommt, die gemacht haben, und daraus seine Schlüsse ziehen kann. Wenn auf eine gute Weise Erfahrungen geteilt werden, dann ist das vorteilhaft für beide Seiten. Es ist also ein wunderschöner Vorgang zwischen Menschen, aber er ist eben voraussetzungsreich. Und eine Gesellschaft, die so differenziert ist wie unsere heutige, aber sich selbst nicht die Bedingungen stellt, sich selber nicht die Zeit gibt, sich selber nicht die Zeit verschafft und die Ruhe und den Raum, um Erfahrungen auf eine gute Art miteinander zu teilen, eine solche Gesellschaft, der kann man verschiedene Namen geben. Einer meiner Bezeichnungen für eine solche Gesellschaft lautet entfremdet. Das ist eine entfremdete Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der wir uns tatsächlich fremd fühlen, in der wir uns auch einander als Fremde erleben und teilweise selbst Menschen, die einander also physisch sehr nahe sind oder Kollegen sind, Nachbarn sind, sogar manchmal Freunde und Partner sind. Also es gibt ja nicht von ungefähr den Satz, dass man sich manchmal nirgendwo so allein fühlt wie in einer engen Beziehung. Und das ist also sozusagen dann eine Form von Beziehung, in der nicht sehr viel Erfahrung miteinander geteilt wird, zumindest nicht auf die gute Weise, die es halt durchaus gibt.
Und das ist, wie gesagt, alles sehr bedingungsreich. Es ist auch nicht mein Wunsch, hier Schuldzuschreibungen aufzumachen, also irgendjemandem ein schlechtes Gefühl, ein noch schlechteres Gefühl zu geben, als er vielleicht schon gerade hat, sondern es ist eher die Frage danach, wie wir das hinkriegen könnten, uns mehr diese Räume zu verschaffen oder zu nehmen, in denen wir gut Erfahrungen miteinander teilen können, weil es einfach gut für uns ist, vielleicht sogar notwendig heutzutage. Also eine Gesellschaft, die so, so unterschiedlich ist, wo so viele Unterschiede möglich sind, wo so viele unterschiedliche Erfahrungen möglich sind, aber wo Erfahrungen nicht geteilt werden, das ist wahrscheinlich eine ziemlich traurige, vielleicht auch sogar eine ziemlich schlimme, eine ziemlich gewalthafte Gesellschaft automatisch. Und insofern ist das aus meiner Sicht eine wichtige Frage. Wie können wir es uns ermöglichen, häufiger, umfassender, tiefgehender Erfahrungen miteinander zu teilen und das dann zu erleben miteinander, was uns allen einfach gut tut von beiden Seiten, sowohl wenn wir gerade der sind, mit dem eine Erfahrung geteilt wird, als auch wenn wir derjenige sind, der gerade eine eigene Erfahrung teilt, die er gerade gemacht hat. Und ganz ehrlich, es gilt ja nicht nur für ungute Erfahrungen. Auch schöne Erfahrungen zu teilen kann wunderschön sein. Und auch dafür nehmen wir uns ja viel zu wenig Raum, also uns gemeinsam zu freuen. Also hinter diesem alten Kalenderspruch, dieser alten Spruchweisheit, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude, ist schon sehr, sehr viel dran. Wir nutzen es halt mit erstaunlich wenig, sage ich jetzt einfach mal, obwohl wir erstaunlich hohen Bedarf daran haben. Also angesichts dieses massiven Bedarfs an Erfahrungen teilen, den wir haben, machen wir es doch sehr wenig. Nehmen uns diese Räume nicht oder verschaffen uns diese Räume nicht oder doch teilweise bauen wir uns diese Räume nicht, denn in vielen Fällen müssen wir sie uns erst bauen, bevor wir sie nutzen können. Ceterum censeo, democratiam esse sortiendam.